Und die Ärzte haben erstmal gesagt, Migräne. Dann hat sie gesagt, du hast einen Hirntumor. Und ich habe sie so angeguckt, ich habe gesagt, was redest du da? Also ich habe nur Kopfschmerzen. Und da waren wir erstmal alle geschockt. Also die haben mir gesagt, dass ich wahrscheinlich rechts gelähmt sein werde. Ich bin Maria, ich bin 23 Jahre alt. Man nennt mich Mary. Ich bin in Berlin geboren, ich bin Libanesin. Nächstes Jahr fange ich an zu studieren. Also ich habe den Professor Dr. Sinnes 2019 kennengelernt, weil ich eine kleine Korrektur bei ihm hatte. Ich habe mir ein bisschen Fett absaugen lassen damals und war dann ab da auch bei ihm öfter halt zur Beratung da, weil ich ja noch so ein paar Eingriffe vielleicht vorhatte, Hautstraffung oder sowas. So nach dieser Korrektur 2019 ging es mir eigentlich auch gut und alles war super. 2021 dann wollte ich nochmal nachkorrigieren lassen. Da wusste ich aber noch gar nichts von meinem Tumor. Und schon damals hat er so zu meiner Mutter gesagt, dass ich diesmal irgendwie anders bin. Also ich denke mal, er hat es auch schon selbst gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil ich hatte auch in der Zeit sehr oft so Schwindelanfälle. Im Sommer 21 dann war so ein Abend, ich saß mit einer guten Freundin. Sie hat mir dann in die Augen geguckt und hat so zu mir gesagt, ja, irgendwas stimmt nicht mit dir. Ich spüre, dass irgendwas nicht stimmt. Also dachte ich, ja, Schwachsinn, was soll denn mit mir nicht stimmen? Ich hatte ja immer diese Kopfschmerzen in der Zeit, immer diesen Schwindel. Ich dachte, das kam vielleicht von, keine Ahnung, Eisenmangel oder sowas. Ich habe gesagt, du gehst jetzt ins Krankenhaus, ich habe ein Gefühl. Zwei Tage später haben die MRT gemacht und da war tatsächlich dann, dass da ein Tumor war. Und da waren wir erstmal alle geschockt. Ich habe erstmal gar nichts gefühlt. Es war so eine Leere, so eine Kälte. Also die haben mir gesagt, dass ich wahrscheinlich rechts gelähmt sein werde. Dann auf der Intensivstation, ich bin aufgewacht und habe direkt gemerkt, dass ich mein Bein nicht mehr bewegen konnte und meinen Arm nicht mehr bewegen konnte. Also da habe ich das erste Mal wirklich krass geweint, muss ich sagen. Das war meine schlimmste Angst auf jeden Fall, dass ich die ganze Zeit, dass ich für immer im Rollstuhl bleibe. Wir hatten ja trotzdem weiter Kontakt zum Professor Sinnes und er wollte immer wissen, wie es mir geht. Als er das erfahren hat, ne, hat er uns auch Ärzte empfohlen. Also vom ganzen Schaden ist mein Bein immer noch betroffen, mein Fuß. Ich habe eine Fußheberschwäche dadurch bekommen. Ich wollte sagen, manchmal, wenn ich gestresst bin oder wenn es auch kalt ist, habe ich Spastiken. Und dann, man sieht es jetzt, da kann ich fast gar nicht mehr richtig laufen. Also man sieht, ich kann den Fuß nicht heben. So, ganz normal. Und hier halt nicht. Damit ich das verdecke, laufe ich manchmal so wie so ein Türsteher. Ja, und alle denken, ich laufe extra so, weil das krass aussieht. Aber ich mache das nur, damit man jetzt nicht merkt, dass ich jetzt da so humpel oder so. Ich werde oft gefragt auch. Dann sage ich einfach, ja, ich habe mich verletzt oder so. Weil die ganze Story zu erzählen ist auch ein bisschen anstrengend. Professor Sinnes hat mir auf einmal gesagt, lauf mal, mach mal. Er hat mich ein bisschen so kontrolliert. Hat er gesagt, so, deinen Fuß kann man operieren. Er hat sich auch gewundert, warum keiner mir überhaupt irgendwas gesagt hat. Weil irgendwie kein Arzt, kein Orthopäde, niemand hat mir irgendwas von der Operation gesagt. Und er hat gesagt, dass er mir das auf jeden Fall ermöglichen möchte. Und ich war dann erstmal erstaunt, dass das überhaupt geht. Ich hatte so ein bisschen innerliche Tränen, ich war so glücklich. Kein Arzt hat mir so irgendwie richtig versucht zu helfen. Es ist keiner richtig auf mich eingegangen. Professor Sinnes hat es halt ernst genommen. Die OP ist ja auch sehr teuer, ne? Die kann man sich ja auch einfach so nicht leisten. Und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar erstmal, dass er mir das so schenken möchte, damit ich vielleicht wieder irgendwann mit Sport anfangen kann oder wenigstens mein Gangbild sich verbessert, mein Selbstbewusstsein. Er ist einfach so ein Main-Character bei Gott. Also er ist, weiß ich nicht, er hat so eine krasse Ausstrahlung auch. Man sieht einfach so Erfolg in seinem Gesicht. Er ist wirklich so. Ja, und an seinem Arm sieht man auch Erfolg. Und er ist auch mein Vorbild, muss ich sagen. Ich weiß, wenn ich Medizin studiere, ich möchte auch so sein wie er, wirklich. Ich freue mich, ihn zu sehen, ja, tatsächlich. Mein Essen, mein Eiran. Wir sind im Garten. Im Sommer sind wir öfter hier, meine Familie und ich. Jeden Sonntag, dann gibt es Lagerfeuer. Einer meiner ersten Schritte. Das war mein Tumor. Und die Narbe jetzt. Da habe ich das erste Mal alleine, konnte ich alleine stehen. Ja, das fand ich krass. Ja, da war ich auf Krücken. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so in so eine Lage überhaupt komme, ehrlich. Das ist krass. Meine Mutter dachte die ganze Zeit erstmal auch nicht, dass ich einen Tumor habe. Also sie hat jetzt niemals, du hast niemals ich gedacht. Ich habe es nicht ernst genommen. Ja, da also ich dachte immer, weil sie Eisenmangel hatte und dann hat man immer gesagt, Migräne. Sie hat gesagt, wegen Kopfhörer. Dann habe ich ihr gesagt, und ich bin ehrlich, ich dachte, sie wird mich überleben. Ja. Okay, ich habe vor ihr nicht geweint. Ich wollte sie stärken, aber sie hat mich mehr gestärkt.
Also ich spiele immer noch Klavier, aber es fällt mir schwerer, weil nach der OP war das ja auch so, dass ich kann mich gar nicht konzentrieren und die Hand bewegt sich langsamer als die Hand. Also mein Reaktionsvermögen ist auch ein bisschen schlecht. Nach dem Tumor habe ich es ein bisschen verlernt, tatsächlich. Posttraumatische Belastungsstörung hat sich dadurch entwickelt. Meine Mutter fährt mich gleich zu ein paar Freunden. Ein bisschen das Wochenende genießen vor meiner OP, weil nach dieser OP kann ich lange nicht raus. So, ich laufe ja ein bisschen so auf dem Breit, wie so ein Türsteher. Aber ich mache das halt wirklich nur, wenn man das jetzt so sieht, damit man das kaschieren kann da unten, weil so ganz gerade laufen kann ich nicht, ich schwanke immer. Dann habe ich das einfach mal so gemacht, dass ich auf den wie ein Türsteher laufe oder wie ein Gangster. Da fragen mich auch alle immer so, hey, warum läufst du so? Oder du läufst so, als würdest du gleich jemanden schlagen wollen. Eigentlich will ich euch nicht schlagen, ich will eigentlich nur das kaschieren. Genau. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die OP. Angst habe ich nicht. Hast du Angst? Eigentlich nicht. Da. Meine Mutter hat auch keine Angst. Nee, du bist in guten Händen. In guten Händen ja. Bist du. Und ich freue mich, ihn zu sehen und mit ihm zu quatschen. Und seine Ausstrahlung, seine Energie zu spüren. So Leute, danke, dass ihr heute dabei wart. Danke, dass ihr das alles verfolgt. Danke, dass ihr den Professor Sinnes verfolgt. Bis zum nächsten Video. Spaß, nein. Bis zum nächsten Video.